Herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Ich möchte euch hier kurz zeigen, wie man H265 kodierte Videos in Windows 10 abspielen kann. Von Haus aus ist das nicht möglich. Ich zeige euch das hier mal. Das ist ein entsprechendes Video. Wenn ich das öffne, dann soll ich dafür einen Euro bezahlen, dass ich das wiedergeben kann. Das will ich nicht. Das finde ich auch eigentlich schon ein bisschen frech. Daher zeige ich euch, wie man das hier anders machen kann. H265 kodierte Videos, die kriegt man ja zum Beispiel sehr oft aus Handykameras, wenn man dort hohe Auflösungen und Frameraten einstellt, zusammen dann häufig auch mit HDR. Dann müssen die Videos in H265 kodiert werden und ja, dann hat man diese Videos mit seiner Kamera gemacht und dann kann man sie nicht mehr auf seinem Rechner abspielen. Das wäre natürlich doof. Man kann sie dann natürlich zum Beispiel mit Handbrake wieder in H264 umrechnen, aber das ist natürlich ein unnötiger Aufwand. Alles, was wir hierfür brauchen, ist diese Erweiterung, die es im Microsoft App Store gibt. Das ist wahrscheinlich vom Programmiercode her fast das gleiche wie das, was Microsoft da für einen Euro verkaufen will. Nur, dass es hier speziell halt für irgendwelche ORM-Geschichten gedacht ist eigentlich. Hier unten in der Beschreibung steht drin, dass das Ganze eigentlich limitiert dann auch ist auf i7 mit 7. Generation und sowas. Aber das können wir jetzt erstmal ignorieren. Ihr seht hier, dass ich das Ganze auf einem i7 der 4. Generation durchführe. Da funktioniert das auch. Wir gehen also dann hier in den App Store. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach noch auf Installieren zu drücken. Und das war es im Prinzip auch schon, wo wir das gemacht haben. Dann sehen wir jetzt auch hier unten bekommt das Video auch ein Vorschaubild und wir können das Ganze öffnen. Das ist übrigens ein Video oder ein Teil eines Videos vom Umbau von meinem Render-PC auf eine neue CPU. Könnt ihr euch gerne mal angucken, das Video ist jetzt hier oben verlinkt. Und so können wir dann direkt auch Videos, die in H265 kodiert sind, in Windows 10 wiedergeben. Bei Windows 11 funktioniert es übrigens auf dem gleichen Weg, auch da ist es nicht von Haus aus integriert. Zumindest bis zum jetzigen Stand. Wenn sich da irgendwann mal was ändert, dann können wir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch zu dieser Methode. Das Ganze hier ist, wie gesagt, im ganz normalen App Store von Microsoft enthalten. Braucht also nicht irgendwelche Drittanbieter-Seiten oder sowas. Aber Microsoft kann natürlich jederzeit dieses Add-on hier quasi auf seinem Store wieder rausnehmen, weil es ja im Prinzip eine Konkurrenz zu ihrem Produkt ist, was sie gerne verkaufen möchten. Es kann also natürlich prinzipiell sein, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Aber bis zum jetzigen Stand, wie ihr seht, funktioniert das ohne Probleme. Das war's soweit von diesem kurzen Infovideo. Ich hoffe, dass es für den einen oder anderen hilfreich gewesen ist und dann bis zum nächsten Mal.